Damit sage ich herzlich willkommen, mein Name ist Keen und ich begrüße euch zu unserem Blended Zoo Tutorial, zu einer ganzen Reihe von Tutorials. Ich gehe während dieser Folgen auf die Basics und auf diverse Pro-Tipps ein und zeige die euch anhand von einem Gehege, was wir gemeinsam aufbauen. Und in der ersten Folge, wie bereits gesagt, gehen wir auf das Menü, auf diverse Einstellungen, die euch bei der Navigation bzw. beim Bauen in Blended Zoo behilflich sein werden. Und wir starten dann auch schon eine Map im Sandbox-Modus, wo wir uns in den weiteren Folgen dann um den Aufbau des Geheges kümmern. So, Blended Zoo im Startbildschirm. Ihr startet Blended Zoo, mit Ausnahme des Namens hier oben dürfte das dann gleich aussehen. Ich befinde mich hier aktuell in der Version 1.10.3. Es kann also sein, ich weiß nicht, was Frontier noch so in naher Zukunft an Updates herausbringt und was dort vielleicht so an Menüführungen sich hier ändert, aber das Grundlayout wird bleiben. Also, was sehen wir hier erstmal? Wir haben hier in der Mitte einen Globus mit den ganzen Biomen. Da stehen auch so ein paar Steam-Freunde. Auf der rechten Seite findet ihr so ein bisschen Informationen, das heißt Ankündigungen von Frontier. Das wäre jetzt hier das Arterhaltungspack. Darunter aktuell läuft hier keine Community-Herausforderung. Hier werden dann diverse Herausforderungen nach dem Motto entlasse Warzenschweine in der goldenen Bewertung in die Wildnis oder sowas. Ne? Das variiert immer durch. Das würdet ihr dann in diesem Bereich hier sehen. Dann haben wir im Menü Fortfahren, heißt der letzte Zoo, in dem ihr euch im Spiel aufgehalten habt. Da würdet ihr dann den Spielstand einfach an der Stelle fortsetzen, wo der letzte Speicherstand logischerweise auch ist. Wir haben hier Karrieremodus, wir haben hier die Zeitszenarien, wir haben hier die Herausforderungen, Franchise-Modus, Sandbox-Modus und meine Zoos. Darunter findet ihr eure eigenen Speicherstände bzw. auch Zoos, die ihr aus dem Workshop geladen habt. So, zur Karriere, durchlebe eine Karriere in der Zooverwaltung auf Zeit, schließe die Szenarien eben in einer entsprechenden Zeit ab. Da gibt es auch Gold, Silber, Bronze, also je nachdem. Franchise wäre ein Zoo bauen mit Online-Tierhandel. Tiere, die ihr gezüchtet habt, könnt ihr online anderen Spielern zur Verfügung stellen. Das ist nicht direkt Verkauf möglich, also sprich, ihr könnt nicht sagen, ich biete dieses Tier nur meinem Nachbarn auf der anderen Straßenseite an, sondern das geht wirklich dann in den Online-Handel. Jeder kann darauf zurückgreifen. Man kann eventuell so ein bisschen tricksen, indem man sie abspricht. Nach dem Motto, ich drücke jetzt den Knopf und dann muss der andere schnell sein. Aber so ein direkter Handel geht dort in dem Modus leider nicht. Und ihr könnt Franchise nur mit Finanzen spielen und Wetter könnt ihr auch nicht deaktivieren. Anders sieht das Ganze schon beim Sandbox aus. Da könnt ihr Finanzen einschalten, wenn ihr das möchtet. Da könnt ihr das Wetter deaktivieren, wenn ihr das möchtet. Was ihr im Sandbox jedoch nicht habt, das ist zum einen der Online-Tierhandel und die Herausforderung mit den Forschungen. Forschen könnt ihr im Franchise-Modus. Ihr benötigt auch nur eine Forschung. Wenn ihr einmal diesen Grizzlybär zum Beispiel voll erforscht habt, gilt diese Forschung für alle anderen Franchise-Zoos. Ihr müsst es also nicht immer in jedem Zoo neu erforschen, sondern eine Forschung, die ihr abgeschlossen habt, greift auf die anderen Zoos im Franchise-Modus über. Und bei Sandbox benötigt ihr das nicht. Ihr bräuchtet dort rein theoretisch nicht mal zwingend ein Forschungszentrum bzw. auch keine Werkstatt. Werkstatt ist ja das Forschungszentrum letztendlich für die Technik, also für Zäune, für Gehegeutensilien und so weiter. Das ist im Sandbox von Haus aus frei. Herausforderungen mit Spielwährung und so weiter. Also es ist letztendlich mit vorgegebenen Szenarien. In der Karriere, auf Zeit und Herausforderungen könnt ihr Tierstatuen freischalten, mitunter in Gold, Silber und Bronze, die ihr dann zur Verschönerung in eure Zoos als Bauteil setzen könnt. So, wir möchten jetzt auf alle Fälle einen neuen Sandbox-Zoo starten. Und da sage ich gleich mal neuer Zoo. Den neuen Zoo erstellen. Biom. Zu den Biomen. Vielleicht schon mal so viel. Biome geben die Texturen vor. Im Weiteren könnt ihr auch den Kontinent auswählen. Das ist so ein Bonus obendrauf. Ne? Also Kombination Biom und Kontinent kreiert euch mitunter eine andere Map. Die Texturen, Erde, Gras, Fels, was auch immer, ne? Gibt das Biom vor. Wir gehen hier, denke ich mal, in Richtung Tropen und wir machen hier mal Asien. So, dann könnt ihr hier den Schwierigkeitsgrad auswählen, von leicht bis schwer. Hier sind ja auch Informationen. Lebensqualitätsobjekte werden Tieren nie langweilig. Ihr könnt es also nachlesen, was sich unter diesem Schwierigkeitsgrad verbirgt. Art des Terrains, ich sage hier flach. Ihr könnt hier auch Highmaps laden. Die wiederum könnt ihr in euren eigenen Dokumenten, findet ihr einen Frontier-Ordner und darin dann den Unterordner Highmaps. Also diese Bilder könnt ihr auch selbst erstellen. Das sind Graustufenbilder. Anhand der Grauwerte wird dann berechnet, wie hoch der entsprechende Bereich ist. Ihr könnt die also auch wirklich in einem Zeichenprogramm oder in einem Grafikprogramm könnt ihr die auch selbst erstellen. In der Videobeschreibung findet ihr die Pfade, wo ihr was findet. So, wir bleiben aber hier mal bei flach. Wir nennen den Tutorial. So, ja, was weiß ich. Und dann starten wir auch schon.
So, und da sind wir auch in der Map angekommen. Ich gehe jetzt erstmal auf die ganze Oberfläche ein. Was ich euch aber als erstes mal nahelegen möchte, das sind die Einstellungen. Und das sind Settings. Ich gehe jetzt nicht auf die gesamten Einstellungen ein, aber auf die, wo ich finde, die solltet ihr auf alle Fälle auch so einstellen. Es erleichtert euch die Bedienung und ihr seid freier beim Bauen. Und dazu machen wir einfach mal mit Klick auf dieses Zahnrad, machen wir die Einstellungen mal auf, gehen auf Kamera und wenn ihr dann ganz nach unten scrollt, habt ihr ganz unten diesen Kamerakollisionshaken, den setzen, dass diese Geländekollision deaktiviert ist. Das heißt, ihr könnt mit der Kamera unter die Erde fahren. Also ihr werdet jetzt, wenn ihr zum Beispiel Höhlen baut oder sowas, werdet ihr nicht mehr von den Wänden geblockt. Ihr könnt dort euch wirklich frei durchs Gelände bewegen. Ihr seht mitunter auch, wo diverse Lufteinschlüsse sind im Gelände. Bei Terraforming kann das doch ganz schnell mal passieren und dann habt ihr Probleme, zum Beispiel, wenn die Barriere dann darüber geht, dann kann die nicht abgesenkt werden und so weiter. Dieser Haken hier für euch interessant. Und dann machen wir auch gleich weiter. Unter Spiel gibt es hier diese drei Haken. Der zweite, dritte und vierte Haken. Alles, was so mit Kollisionen zu tun hat. Überall mal den Haken reinklicken. Dann seid ihr vogelfrei beim Bauen. Alles, was Kollision ist, ist doof, ne? Also von daher Haken rein, dass es deaktiviert ist und dann mit okay bestätigen. Ja, letztendlich, wir sind hier auf einer leeren Map. Ihr habt hier vorne den Eingang und ihr seht hier so ein bisschen diese gestrichelte Linie, das ist die Map-Grenze und die zieht sich letztendlich bis hierher. Hier hinten, das ist also so ein Quadrat und innerhalb dieser Fläche könnt ihr bauen. Ihr könnt auch das Eingangsgebäude, wenn ihr das möchtet, könnt ihr das auch wegreißen. Na, ich werde das hier jetzt mal in dem Fall lassen. Was ihr dann natürlich benötigt, das sind innerhalb dieses Eingangsgebäudes, und da tauche ich mal ganz kurz in das Gebäude rein. Ihr habt hier die Spawnpunkte, wo die Gäste erscheinen, spawnen. Ja, da sind hier vier Stück verbaut. Ihr müsst nicht die vier Stück wieder verbauen, aber ihr solltet darauf achten, dass ihr auf alle Fälle welche irgendwo wieder verbaut, solltet ihr das wegreißen. Und was ihr braucht, natürlich hier diese Zu-Eingänge. Na, hier ist dann quasi eure imaginäre Kasse und ab hier macht ihr Einnahmen. Na, das benötigt ihr. So, zu den Shortcuts, sag ich mal, gehe ich im Laufe des Tutorials immer so ein bisschen angepasst darauf ein. Das heißt, ich gehe jetzt hier erstmal auf die allgemeine Steuerung und so ein paar, ja, so allgemeine Sachen eben gehe ich ein. Was ihr mit der Maus und Tastatur hier so, wie ihr navigiert und was vielleicht interessant ist. Im Weiteren gehe ich dann, also in weiteren Tutorials für Terraforming-Wege und so weiter, gehe ich dann auch auf die entsprechenden Tastenkürzel ein, auch fürs Baumenü, da gibt es nochmal so spezielle Geschichten. Das gucken wir uns dann einfach in den laufenden Tutorials an, also von daher die Reihe gern weiterverfolgen und am Ende kennt ihr euch aus. Und hier als erstes für vor, zurück mit WASD, also W vor, mit S zurück, mit A nach links, mit D nach rechts könnt ihr hier hin und her strafen. Ihr könnt mit Q und E euch nach unten und nach oben bewegen. Ihr könnt mit geklickter rechter Maustaste auf einen Fleck, könnt ihr euch dann quasi an diesem Punkt entlang ziehen. Nutze ich denn persönlich extrem wenig bis gar nicht. Ich nutze immer die Tastatur. Und zum Drehen einfach die mittlere Maustaste, das heißt aufs Mausrad drücken und gedrückt halten und dann mit der Maus nach links und rechts oder vor und zurück. Da könnt ihr die Neigungswinkel bzw. euch um die eigene Achse drehen. Und hierzu vielleicht schon mal so ein kleiner Tipp. Mit der Taste T könnt ihr hier diesen Kameramodus von Standard auf frei umstellen. Im Moment ist es so, dass dieses, ihr seht ja hier, das ist ein wahnsinnig großer Radius, den wir hier fahren. Und gerade wenn ihr in Höhlen oder in Gebäuden baut, das ist sowas von nervig. Ihr könnt euch zwar schnell bewegen, aber der Rotationsgeschwindigkeit bzw. der Winkel, das ist einfach ein Unding in Gebäuden, sich dann durchzunavigieren. Deswegen mit der Taste T, ich habe die jetzt mal gedrückt, schaltet ihr hier von Standardmodus auf freie Kamera um, also mit T, ne? Ich drücke jetzt einmal die Taste T
könnt ihr hier zwischen diesen beiden Modi hin und her wechseln. Und die freie Kamera wiederum bedeutet, ihr seid extrem smooth unterwegs. Ihr könnt euch in Gebäuden, könnt euch auf engstem Raum hier drehen. Was es natürlich unwahrscheinlich einfach macht. Nachteil, wenn es ein Nachteil ist, ihr bewegt euch dementsprechend auch langsamer. Also sprich, wollt ihr euch wirklich mal schnell bewegen, einmal auf T. Und wenn ihr das Ganze nochmal beschleunigen wollt, beziehungsweise wir gucken uns das gleich nochmal in einer anderen Kamera an, dann wäre die Shift-Taste, um ja, so eine Art Sprint einzulegen, noch das Mittel eurer Wahl. So, es gibt noch einen dritten Kameramodus, das haben wir ja, das habt ihr ja schon gesehen, das ist der Erkundungsmodus. Und wenn ihr hier irgendwo, wenn ihr auf diesen klickt, habt ihr hier so ein kleines Kringelchen und wenn ihr da irgendwo hinklickt, werdet ihr genau dort an diese Stelle, ja, wie abgesetzt. Also ihr seid dann, ihr könnt euch dann bewegen wie ein Gast. Das ging früher mit dem, geht immer noch mit dem kleinen Easter Egg, wenn ihr einfach einen Gast oder Mitarbeiter Ticketcam benennt. Dann wandert ihr in seine Perspektive, also ihr könnt dann quasi auch durchlaufen. Das hat jetzt Frontier aber nachgepatcht, sag ich mal, mit diesem Erkundungsmodus. Und hier könnt ihr euch auf, ja, ihr könnt euch genauso bewegen, wie auch die Gäste sich bewegen können. Ne? Ihr könnt Treppen steigen, ihr könnt euch auf Augenhöhe quasi mit den Gästen hier an Gehege stellen. Ihr könnt in diesem Modus auch bauen. Und was auch interessant ist, mit Q und E, also dieses Anheben und Absenken von der Kamera, könnt ihr auch hier drei verschiedene Positionen einnehmen. Das ist einmal die Kinder-Augenhöhe, das ist die Erwachsenen-Augenhöhe und das ist die der Langhälse, also so über die Köpfe schauen. Und in diesem Modus könnt ihr dann wirklich auch, ja, wie ich es schon sagte, bauen. Und wenn ihr habt es vielleicht kurz gesehen, ne, wir machen hier mal kurz einen Sprint. Ich laufe jetzt ganz normal, jetzt drücke ich die Shift-Taste dazu und dann seht ihr, es geht auch schneller. Ne? Ich kann hier einen kurzen Sprint einlegen mit gedrückter Shift-Taste. Mit Escape kommt er wieder raus. Und ich bleibe hier in der freien Kamera und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Navigation dürfte jetzt soweit klar sein. Mit dem Mausrad könnt ihr zoomen, das habe ich glaube ich noch vergessen. Ne? Mausrad rein und raus zoomen. Und mit der Taste P wie Pause könnt ihr das Spiel, ihr seht das hier drüben, ne, könnt ihr das Spiel pausieren bzw. fortsetzen. Ihr könnt mit der Taste O, könnt ihr die Spielgeschwindigkeit ändern. Einmal gedrückt ist doppelte Geschwindigkeit, dreifache Geschwindigkeit und nochmal geklickt. Heißt, ihr befindet euch wieder in der normalen, in der einfachen Geschwindigkeit. Mit P wird das Spiel pausiert. Mit F12 könnt ihr einen Screenshot machen. Wenn ich jetzt mal hier klicke, achtet mal oben auf die Ecke. Ja, da kommt hier so ein kleiner Kasten von Steam. Sofern ihr das so konfiguriert habt in eurem Steam-Account. Die Screenshots sehen aber viel, viel besser aus, wenn ihr vorher hier dieses ganze Gefummel, was jetzt hier, ne, das hat, also diese Oberfläche angeht hier, wenn ihr die deaktiviert, und das könnt ihr ganz einfach machen mit der Taste G. Mit G wird alles ausgeblendet. F12, jetzt habt ihr einen sauberen Screenshot von irgendwas. Nochmal G und das Ganze wird wieder eingeblendet. Mit F5. Also, Spiel speichern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Escape. Zu speichern. Dann seid ihr hier in neuer Zoo. So, zu speichern. Fortfahren. Das wäre die eine Möglichkeit. Mit Escape eben dieses Menü aufmachen. Mit der F5-Taste kommt ihr sofort in dieses Menü. Da müsst ihr euch also nicht erst durch diese ganzen Untermenüs durchhangeln, sondern ihr seid sofort im Zoo speichern. Hier ist auch der gerade gespeicherte Zoo. Den überschreiben wir jetzt einfach mal. Und damit haben wir das auch. Wir fangen mal am besten oben rechts in der Ecke an. Dieses Zahnrad öffnet letztendlich die Einstellungen. Das ist also derselbe Effekt, wenn man Escape drückt. Ne? Dann kommt auch dieses Pausenmenü. Einmal hier drauf, Pausenmenü. Darunter habt ihr die Sandbox-Settings. Ihr habt in den Einstellungen
Da kommt ihr auch hin, wenn ihr hier auf das Zahnrad klickt, auf Einstellungen, dann habt ihr hier diese Sandbox und da könnt ihr hier verschiedene Sachen, die ihr im Sandbox-Modus eben ja, am liebsten habt, ne, deaktivieren, aktivieren und könnt das Ganze dann unter diversen, hier in diese Dropdown-Box hier speichern und dann auch mit einfacher Auswahl dann laden. Ist einfach nur ein Shortcut, um sofort zu diesen Sandbox-Settings zu kommen. Na, dann gehen wir auf die linke Seite. Wir bleiben hier ganz oben. Hier oben habt ihr eine Hilfe. Und könnt erstmal hier so ein bisschen durchblättern. Das Wesentliche sind hier Tierkamera und so weiter. Also ihr könnt da auch suchen. Das ist also die allgemeine Spielhilfe. Zoopedia. In der Zoopedia findet ihr tatsächlich sehr viele wichtige Informationen. Also ihr findet in der Zoopedia erstmal alle Tiere. Ich habe hier in meinem Fall alle DLCs und dementsprechend habe ich auch hier alle Tiere drin. Ihr könnt hier diverse Filter einstellen, wenn ihr ein spezielles Tier sucht, jetzt zum Beispiel den Löwen, dann einfach hier oben in das Feld reinklicken, Löwe eingeben und dann werden euch schon die beiden Löwen angezeigt. Einmal der kalifornische Seelöwe und dann der westafrikanische Löwe. Einfach anklicken, welchen ihr wollt. Und dann habt ihr hier die Informationen zu dem Tier. Also er ist vom Aussterben bedroht, ein bisschen Text könnt ihr durchlesen. Und dann könnt ihr hier oben in diesem Menü, könnt ihr hier euch so durchklicken. Ihr seht hier erstmal, wo lebt das Tier, welcher Kontinent, welche Region, welches Biom. Hier seht ihr die minimale Gehegevoraussetzung. Das ist auch ganz interessant, weil hier könnt ihr nämlich schon einstellen, wie wollt ihr das Gehege später bestücken. Also ihr habt geplant, meinetwegen, ihr wollt 5 Löwen da rein haben und vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Jungtiere und so weiter. Dann wird euch gleich hier angezeigt, wie viel Fläche brauchen denn die Tiere dafür. Darunter ist nochmal angezeigt, wie ist die Temperaturanforderung, beziehungsweise wir gehen erstmal hier rüber zu, ne? Das ist die Geländeanforderung, das ist die Kletteranforderung, die Wasseranforderung und die Tiefwasseranforderung. Tiefwasseranforderung betrifft diverse Tiere, wenn wir jetzt den anderen Löwen mal nehmen. Der hat hier zum Beispiel die Tiefwasseranforderung, das heißt, er will auf alle Fälle auch tauchen. Temperaturanforderungen, also von bis, da gibt es im Gehegebereich, gehen wir später drauf ein, wenn wir in das Tutorial reingehen, gibt es diverse Heizkörper bzw. Klimaanlagen, die Temperatur dann im Rahmen halten. Und was ist bei der Barriere zu beachten? Das heißt hier Grad 2, größer 2 Meter, da gehen wir auch nochmal gezielt drauf ein, wenn wir dann in den Barrierebereich gehen. Hier sind so ein paar Daten, da ist immer ganz interessant. Zum einen können Gäste das Gehege betreten, das ist dieser Punkt. In dem Fall nein. Und die Gruppengröße, das heißt Minimum 3 Tiere und Maximum 15, wobei bis zu 5 Männchen. Hier solltet ihr ein Auge drauf werfen, das betrifft aber die erwachsenen Tiere, also Jungtiere sind hier nicht mit einkalkuliert. So, dann gehen wir weiter. Forschungsstatus. Hier seht ihr, was alles für das Tier geforscht werden kann. Wir sind hier im Sandbox-Modus, dementsprechend ist alles freigeschaltet. Im Franchise-Modus müsst ihr das alles nach und nach freischalten. Da seht ihr also viele Fragezeichen und das wird dann erst je nach Forschungsstufe hier für euch sichtbar. So, und die Gemeinschaft. Mit welchen Tieren können die kalifornischen Seelöwen in dem Fall zusammen in ein Gehege? Also wo würden sie einen Boni erhalten? Das ist bei dem Seelöwen jetzt nicht der Fall, aber wenn ich jetzt hier darunter klicke auf die Katas zum Beispiel, da haben wir hier die Varis in beiden Versionen, Schwarz-Weiß und Rot, beides im Basisspiel. Hier könnt ihr ein Mischgehege aus allen drei Arten, Kata, Vari. So, damit Zoopedia erstmal soweit abgeschlossen. Dann haben wir den Benachrichtigungsverlauf. Hier im Moment ist jetzt noch nichts drin, aber hier könnt ihr dann, das ist so eine Art Logbuch, könnt ihr nachsehen, was ist so passiert. Also ein Tier gestorben, Tier geschlüpft, Tier im Zoo angekommen und so weiter und so fort. Ihr könnt auch diverse Sachen deaktivieren dann, ne, wenn euch die Informationen nerven, dann einfach auf die Glocke und dann ist Ruhe. Bei den Mitarbeitermeldungen ist jetzt erstmal sehr viel noch rot gekennzeichnet, weil wir im Moment, wir sind gerade gestartet, hier fehlen noch ein paar Gebäude. Also die ganzen Grundgebäude fehlen jetzt hier, dass es überhaupt losgehen kann. Das Ganze würde hier verschwinden, wenn wir Gebäude haben. Was hier neu aufpoppen kann, das sind in demselben Stil hier rot mit einem Tier drin, wenn irgendwelche Tiermeldungen, Warnungen und so weiter, ne? Also Tier ist hungrig oder Tier fühlt sich unwohl oder Tier schon lange in einer Box, weil man an der Barriere rumgebaut hat und die wurden eingetütet oder wie auch immer. Ne? Diese Tierwarnungen, die werden genauso im selben Stil hier eingeblendet unten drunter. Dieser Bereich hier, der ist einfach bloß für Franchise ganz interessant. Da werden eure Zoo-Besucher angezeigt. Das sind bevorzugt eure Steam-Freunde, werden hier aufgelistet. Achtung, es sind nicht
reelle Leute dahinter. Also sprich, das sind einfach bloß vom System generierte Namen oder ausgesuchte Namen, die dann oder deren Avatar dann hier bei euch durch den Zoo läuft. Das sind nicht die Leute. Also ihr könnt auch nicht in andere Zoos einfach mal so durchlaufen, außer über den Weg des Workshops. Aber jetzt einfach mal so in einen anderen Zoo von einem Kumpel springen oder sowas, das wird nicht funktionieren. Also das sind wirklich nur computergenerierte Namen, die hier oben dann erscheinen. Und im Franchise-Modus könnt ihr die dann noch begrüßen und bekommt dann noch einen kleinen Bonus im Sinne von Arterhaltungspunkten. Wir gehen mal weiter in das Ganze, was hier unten so sich aufgebaut hat. Da haben wir zum Beispiel hier drüben die Heatmap. Mit Tastenkürzel H oder dem Klick hier oben drauf, hier unten drauf, ne, macht ihr die Heatmap auf. Das sind diverse Overlays, das aber mehr in den folgenden Tutorials. Dann haben wir hier den Zoo. Das Zoo-Menü, und das ist eigentlich unsere Hauptanlaufstelle. Hier findet ihr wirklich alle Informationen, die ihr um euren Zoo letztendlich braucht. Ihr könnt hier zum Beispiel den Zoo erstmal schließen. Ihr könnt den Zoo hier umbenennen. Ihr könnt hier die Öffnungszeiten anpassen. Das hat insofern Relevanz, wenn ihr die Öffnungszeiten etwas enger schiebt, zum Beispiel bis 19 Uhr, dann könnt ihr immer bei Tageslicht bauen. Wählt ihr das Ganze eher so, dann ist eben die ganze Zeit dunkel. Hier könnt ihr die Ticketpreise anpassen, hier seht ihr die Gäste insgesamt, wie zufrieden sie sind und so weiter. Also hier sind sehr viele Zoo-Informationsgeschichten, das Ganze nochmal als Diagramm, Gäste, Verbrechen könnt ihr hier einsehen und so weiter. Also wenn ihr könnt auch mit einem Klick alle Vandalismen beseitigen. Wir gehen mal weiter in die Finanzen, das ist dann auch eher für den Franchise-Modus oder wenn ihr hier wirklich mit Finanzen spielt im Sandbox-Modus, interessant. Hier könnt ihr dann sehen eure Ein- und Ausgaben, so ein Überblick, auch hier wieder mit diversen Diagrammen. Ihr könnt Darlehen nehmen, ihr könnt das Marketing noch aktivieren. Beim Marketing vielleicht so viel aktiviert ihr hier so ein 5000er Marketing, habt ihr sofort im Bereich Marketing hier unten 5 Sterne. Das ist vielleicht noch interessant, gerade für die Herausforderungen. Da gibt es ja auch so die ein oder andere, wo ihr das haben müsst. Und das ist dann der Trick dazu, einfach bloß dieses Ding starten. Und dann habt ihr, während diese Kampagne läuft, hier im Marketing die 5 Sterne erreicht. Tiere haben wir im Moment noch nicht, aber hier könnt ihr dann nochmal nachsehen, welche Tiere. Hier ist eine lange Liste dann, wo die ganzen Tiere im Zoo aufgelistet sind. Hier sind die Gehege aufgelistet, die Vivarien, Quarantänen und so weiter und so fort. Mitarbeiter, auch hier interessant im Weiteren. Gerade die Arbeitsbereiche bei größeren Zoos sind interessant. Hier stellt ihr auch Mitarbeiter ein. Gehen wir auch drauf ein, wenn es dann soweit ist. Einrichtungen, hier nochmal Überblick über die diversen Einrichtungen mit Geldautomaten, Getränkeautomaten, bla bla bla. So, Bildungsstufen, auch hier Überblick ohne Ende, die Transporte, ihr habt eure Fahrgeschäfte, die Gedenktafeln, ihr könnt im Spiel auch Gedenktafeln hinsetzen, die werden hier nochmal aufgelistet und auch hier die Lautsprecher und die Werbetafeln und so weiter, auch nochmal hier, auch Gehegekameras sind hier nochmal alle zur Verfügung. So, was wir hier noch nicht auswählen können, das ist das Forschungszentrum, also das ist letztendlich die Forschung für Tiere oder Gehege und für Utensilien, Baumaterialien und so weiter. Und das geht nicht, weil wir noch keine Werkstatt und kein Forschungszentrum haben. Und deswegen machen wir das mal eben. Und da setzen wir uns hier an den Eingangsweg erstmal einen weiteren Weg. So, und dann setzen wir hier in den Einrichtungen einfach mal die entsprechenden Mitarbeitergebäude. Und das ist einmal eine Werkstatt. Da bleibe ich jetzt gleich mal bei diesen Höhlen. Wir brauchen ein Handelszentrum, damit wir den Tierhandel aktivieren. Und wir brauchen ein Forschungszentrum. Damit haben wir jetzt erstmal die Gebäude, die wir jetzt hier benötigen. Hier unten habt ihr das ja schon gesehen. Tierhandel, Vivarienhandel ist jetzt aktiv. Und auch hier drin die Forschungen. Wie gesagt, Sandbox ist alles schon erforscht auf Gold. Im Franchise-Modus müsst ihr das alles noch nach und nach erforschen. Und dasselbe auch hier. Die ganzen Techniker-Forschungen, die sind hier jetzt aufgelistet. So, im Tierhandel. Gehen wir im Tierhandel rüber. Im Tierhandel seht ihr hier alles, was auf dem Tiermarkt aktuell angeboten wird. Anhand eurer eingestellten Filter. Ich habe jetzt hier jede Tierart und ich habe aber hier noch einen Filter drin. Den deaktiviere ich mal und jetzt haben wir hier alle Tiere, die ihr zur Verfügung habt. Ihr könnt hier oben nach einer Spezies suchen. Ihr könnt hier diverse Sachen sortieren nach Preis, nach Auktionszeit, nach Attraktivität und so weiter. Ihr könnt auch hinten auf dieses Filtersymbol klicken. Ich mache das mal hier und sage hier zum Beispiel, dieser Filter, den ich gerade drin hatte, ich möchte nur goldene Tiere haben. Und dann werden euch auch hier nur goldene Tiere angezeigt. Ja, dasselbe funktioniert hier natürlich auch noch. Ihr könnt die Arten hier noch einschränken. Wenn ihr sagt Erdferkel und Brillenpinguin zum Beispiel, dann ist hier Gold in dem Fall. Ja, die Filter ergänzen sich also. Wäre hier nichts, nehme ich diesen Goldfilter raus, dann sehen wir hier nur die Erdferkel und die Brillenpinguine.
So, dann Tieraufbewahrung. Das ist alles, was euch schon gehört. Also das ist der Tiermarkt und das ist das, was ihr schon im Inventar habt und was ihr dann in Gehegen platzieren könnt oder ins auf dem Markt verkaufen könnt und so weiter. Das wird hier aufgelistet. Hier habt ihr nochmal so einen Handelsverlauf und hier habt ihr die Belohnungen. Das wäre dann gerade für Herausforderungen und so weiter. Da erhaltet ihr oftmals in diesem Bereich Tierbelohnungen. Also sprich, ihr erhaltet Tiere, die ihr könnt ihr dann in eure Tieraufbewahrung umquartieren und von da aus dann in euren Zoo setzen. Dasselbe absolut identisch mit den Vivarientieren, also auch hier mit dem Suchfeld, mit den Filterfeldern. Beim Suchfeld, wenn man hier Schlange eingibt, dann wären auch hier alle Schlangen schon aufgelistet. Ne? Man kann das auch hier über diesen Filter hier machen, ne? Aber ich nutze eigentlich ganz gern dieses Textfeld, weil das einfach schneller geht. Und auch hier eure Aufbewahrung. So, dann gehen wir mal, oder wir bleiben in dem Bereich und gucken mal hier unten. Sandbox-Modus ist jetzt hier unbegrenzt. Ihr habt hier drüben eure Finanzen, das wäre also die Dollar in dem Fall, oder Euro oder was auch immer, ne? Also Geld. Und hier daneben sind die Arterhaltungspunkte. Arterhaltungspunkte bekommt ihr durch ja, diverse Aktionen, Zooruf, Tierverkäufe ist wahrscheinlich das, wo am meisten einkommt. Und mit diesen Arterhaltungspunkten oder Blättern, wie es oftmals auch genannt wird, weil das eben so ein Blättersymbol ist, mit den Arterhaltungspunkten könnt ihr auf dem Tiermarkt dann diese Sachen hier, ne, seht ihr ja, könnt ihr dann hier erwerben, euren Handel eben mit diesen Sachen betreiben. Verkauft ihr Tiere im Tierhandel, also im Franchise-Modus, ne, ihr bekommt also hier diese Blätter dafür. So, dann haben wir hier drüben, wie viele Gäste aktuell im Zoo sind. Im Moment logischerweise nichts, weil die Gäste haben hier noch nichts zu sehen. Hier habt ihr so einen Zoo-Ruf, so eine Bewertung, wo sternetechnisch, also wie beim Hotel, bis zu 5 Sterne gibt es Maximum, in den entsprechenden Bereichen hier angezeigt wird. Das ist die allgemeine Gästezufriedenheit, beziehungsweise die Bedürfnisse werden hier nochmal aufgedeckt. Dann gehen wir mal weiter. Ich bleibe mal hier in der unteren Liste. Das wäre hier zurück. Also einen Schritt zurück und einen Schritt vor. Das wäre, wenn ich das jetzt hier klicke, ne, ist das Gebäude wieder weg. Und jetzt ist es wieder da. Das Ganze geht auch noch mit Steuerung. Achtung, es ist hier umgedreht, weil es ist hier anhand der englischen Tastatur. Und die englische Tastatur hat Y und Z vertauscht. Ich habe hier jetzt die deutsche Tastatur dementsprechend. Es ist nicht wie gewohnt bei Windows Steuerung Z rückgängig, sondern Steuerung Y ist rückgängig und Steuerung Z ist wieder vor. Ja, das ist vielleicht wichtig zu wissen. So, dann haben wir hier Kameraeffekte. Das ja, ist eine nette Spielerei, sag ich mal. Es ist nicht mehr für Screenshots. Ne? Könnt ihr hier so diverse Sachen, Kameralicht, könnt ihr hier aktivieren, deaktivieren. Ihr könnt Filter anwenden. In dem Fall ist das dann der Filter, der hier unten ausgewählt ist. Im Moment ist es hier Nachtsicht. Ihr könnt hier diverse andere Filter auswählen und so weiter. Ne? Das nicht, dann weg damit. Bei der Vignette genauso, also das ist die Randabschattung letztendlich. Da könnt ihr dann einstellen, wie stark und so weiter. Ne? Jetzt sollte es doch ziemlich deutlich sein hier, wie stark das Ganze hier sein soll. Ihr könnt schöne Screenshots damit machen, aber mehr als eine Spielerei ist es letztendlich nichts, hat also nichts Funktionelles. So, daneben Kamera, das hatten wir ja schon. Die Atmosphärenbedingungen, das klingt hier so hochtrabend, das ist letztendlich nur die Tageszeit und das Wetter. Ihr könnt im Franchise, könnt ihr hier nicht so viel umstellen, also eigentlich gar nichts umstellen, da könnt ihr bloß nachsehen. Im Sandbox-Modus könnt ihr hier einstellen, random Wetter, also wirklich wechselndes Wetter, ob es nur wolkig ist, ob es nur regnet, ob es nur schneit oder, ich mache das auch ganz gern, das Wetter komplett deaktivieren. Ihr könnt hier an dem Schieberegler oder anhand hier dieser Pfeile hoch und runter könnt ihr hier eine Tageszeit einstellen. Ne? Man achte auf den Schattenwurf. Das wäre dann wieder interessant für irgendwelche Screenshots. Genau, das könnt ihr hier auf diesem Ding machen. Dasselbe, wenn ihr hier drauf drückt. Ne? Das ist also das ist ein großes Bedienfeld hier letztendlich. Ne? Das zieht sich bis hier hinten. Habt ihr nochmal die Uhrzeit stehen. Das Datum Jahr 1 heißt, wir haben jetzt gerade angefangen. Das ist also die Jahre in diesem Zoo, bedeutet das. Und ganz hinten haben wir ja schon gesehen, die Geschwindigkeiten. So, dann gehen wir eine Etage hoch. Mehrfachauswahl. Das heißt, wenn ihr hier Sachen selektiert mit der Maus,
Mehrfachauswahl, das ist die I-Taste. Ja, dann macht sich hier dieses Menü auf und dann könnt ihr hier so einen Rahmen ziehen und habt dann gleich alle markiert. Ja, mit der gedrückten Steuerungstaste. Gut, das ist jetzt hier eine Gruppe, das zeige ich später nochmal genauer. Mit der gedrückten Steuerungstaste könnt ihr auch Sachen hinzunehmen. Ich nehme mal diesen Baum hier noch mit dazu. Ja, oder hier hinten diesen Baum. Ich habe die ganze Zeit die Steuerungstaste gedrückt. Während diese Mehrfachauswahl, ihr seht das auch am Cursor, ne? Das ist so ein Rahmen diesen oder an diesem Mauszeiger. Und dann könnt ihr jetzt hier auswählen, welche Bäume ihr alles haben wollt oder nicht. Wenn ihr den hier stehen lassen wollt, dann klickt ihn einfach nochmal an und dann wird er wieder deselektiert. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, das sind die Bäume, die ich jetzt alle weglöschen möchte, ne, dann einmal die Entfernen-Taste und schon sind sie weg. So, nochmal Taste I, löst das Ganze oder ihr klickt eben hier hinten dann drauf zum Ein- und Ausschalten. So, Gelände, kommen wir noch dazu. Ist das nächste Terraforming, ist das nächste Tutorial. Habt ihr hier diverse Sachen für die Geländebearbeitung, hier habt ihr die Wege. Hier sind Baupläne verankert, hier sind die Bauteile verankert, hier sind die Einrichtungen, also unter anderem Mitarbeitergebäude, Informationen und so weiter. Da gehen wir auch näher drauf ein, wenn es soweit ist. Naturbereich, also Pflanzen, Steine. Im Gehege, da sind Sachen für das Gehege, also sprich Spielzeug oder Futterutensilien oder auch Unterschlupf für Tiere. Und bei den Barrieren sind die Gehegebarrieren. Und damit sind wir hier eigentlich auch mit den ganzen Grundeinstellungen und den Grundsachen durch. Ich möchte noch eine Geschichte anbringen, die habe ich vergessen. Und zwar gerade im Dunkeln, und jetzt ist es hier wirklich stockfinster, ne? Habt ihr oftmals die Probleme, dass, ja, gerade in Höhlen und so weiter seht ihr ja dann gar nichts mehr. Mit der L-Taste, L wie Light oder Licht, könnt ihr Licht ein- und ausschalten. Also dann habt ihr hier so eine Taschenlampe mit L, Licht an oder Licht aus. Und damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in dem nächsten Tutorial. Mein Name ist Keen. Ciao.